Wir hören noch einen Impulsvortrag und zwar aus dem Saarland von der Verbraucherzentrale. Dort arbeitet nämlich Sandra Seiwert als Ernährungswissenschaftlerin. Sie hat mal über Risikomanagement in der Biobranche geschrieben, ihre Abschlussarbeit auch in der Wirtschaft gearbeitet und ist dann, das war alles in Niedersachsen, und ist dann in den Süden ins Saarland gegangen, ins Umwelt- und Verbraucherschutzministerium, um zu welchem Thema zu arbeiten? Raten Sie mal, natürlich zur Vermeidung und zur Wertschätzung von Lebensmitteln. Und jetzt ist sie inzwischen bei der Verbraucherzentrale des Saarlands, aber auch Mitglied in dem Bund-Länder-Gremium im Rahmen der nationalen Strategie zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung und eben seit Mai in der Verbraucherzentrale mit dem gleichen Schwerpunkt aktiv. Und sie nennt uns jetzt Praxisbeispiele, wie Vernetzung und Kooperationen gelingen können. Sandra, wir freuen uns auf den Vortrag. So, ich Hören, muss mal den Ton da ist einschalten. Hallo. genau, der Könnt ihr Ton mich ist da, hören? das Bild auch schon. Jetzt können wir Okay, es hören. super. Prima, danke. Ja, vielen Dank für die Einführung erstmal. Ich freue mich, dass ich heute hier zwei Praxisbeispiele vorstellen darf, nachdem Sonja ja schon berichtet hat, was die Verbraucherzentralen bundesweit im Rahmen der Aktionswoche und auch das ganze Jahr über machen, wie aktiv wir sind. Genau, möchte ich auf zwei Aktionen eingehen, die wir auch im, ja, ich sag mal, einem etwas erweiterten Aktionswochenzeitraum durchgeführt haben und insbesondere da nochmal den Fokus darauf legen, wie Vernetzung und Kooperation mit anderen hier als Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Maßnahmen auch fungieren. Moment. Irgendwie. Ups. Seht ihr die nächste Folie? Ja, okay. Genau. Wir haben zwei Maßnahmen durchgeführt, bei denen wir insbesondere den Fokus auf die Zielgruppe junge Erwachsene gelegt haben. Die Zielgruppe ist ja eben schon mal thematisiert worden. Wir haben uns für diese Zielgruppe entschieden, weil wir gesagt haben, die jungen Menschen befinden sich in einer Umbruchssituation in ihrem Leben und für gewöhnlich wissen wir alle, der Mensch ist eher ein Gewohnheitstier und es ist schwierig, Verhaltensweisen und Gewohnheiten zu verändern. Und die jungen Menschen, die eben gerade dabei sind, in ihren ersten eigenen Haushalt zu starten, ja, sind einfach offen für Veränderungen, müssen vieles auch selber sich erstmal erarbeiten, brauchen eigene Routinen und Abläufe, die sie vielleicht so im Elternhaus anders erlebt haben oder übernehmen, aber sie sind auf jeden Fall offen für Veränderungen auch. Und in diesem Rahmen haben wir zwei Maßnahmen durchgeführt in Kooperation einmal mit dem Studierendenwerk im Saarland, hatten wir eine Social-Media-Aktion, die hauptsächlich über Instagram lief und begleitet wurde von einem Infostand, den wir in der Unimensa hatten. Und die zweite Maßnahme war ein Workshop, den wir in einem kaufmännischen Berufsbildungszentrum angeboten haben und dort mit zwei verschiedenen Berufsschulklassen durchgeführt haben. Genau, ganz kurz zur Kooperation mit dem Studierendenwerk, wie diese zustande kam. Also es ist so, dass es im Saarland bereits seit 2017 einen saarländischen runden Tisch Lebensmittelverluste gibt, der damals vom Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz ins Leben gerufen wurde. Mittlerweile ist es das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar- und Verbraucherschutz, bei dem ich bis April diesen Jahres tätig war und im Mai zur Verbraucherzentrale gewechselt bin. Daher hier so diese beiden Blickwinkel nochmal. Weil im Dezember vergangenen Jahres hatten wir dort einen runden Tisch, bei dem ich den Leitfaden vom Dialogforum nochmal vorgestellt habe, den Teilnehmenden. Und im Anschluss daran haben wir ein Brainstorming gemacht mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Thema Aktionswoche. Was können wir für Maßnahmen machen gemeinsam? Und da spezifisch verschiedene Wegwerfgründe nochmal als Oberthemen reingegeben und die Gruppen sollten sich damit beschäftigen. Und es war so, dass es eine Gruppe gab, in der meine jetzige Kollegin, die Theresia Weimar-Ehl, von der Verbraucherzentrale Saarland war, gemeinsam mit dem Leiter der Hochschulgastronomie. Und in dieser Gruppe kam eine Idee auf,
eine Social-Media-Aktion mit und für Studierende zu machen, in der Vorher-Nachher-Fotos gepostet werden sollten von den Studierenden, wo gezeigt wurde, ich habe hier noch Reste, ich habe hier schrumpeliges Obst und Gemüse. Sieht nicht so toll aus, aber das Tolles kann ich daraus machen. Also was man Tolles daraus zubereitet hat und Schmackhaftes und was dann nachher auch lecker aussieht. Das ging auch nochmal so von der Idee her so ein bisschen Richtung soziale Normen. Die Studierenden zeigen, was sie Tolles daraus gemacht haben, auch als Anreiz für andere Studierende. Genau, das war letztes Jahr im Dezember. Dann bin ich auch zur Verbraucherzentrale gewechselt Mitte des Jahres und habe dann nochmal direkt den Kontakt auch gesucht zum Studierendenwerk hier im Saarland. Und dann haben wir gemeinsam diese Idee weiterentwickelt im direkten Austausch. Und von Seiten des Studierendenwerks kam dann die Idee, ja, Fotos sind schön und gut, aber die Studierenden springen eher auf Videoclips an. Lasst uns doch Videos drehen. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir Videos. Beziehungsweise das Studierendenwerk hat gesagt, sie selber machen auch Videos. Das heißt, die Köche des Studierendenwerks haben Videos gedreht, das sieht man hier in der Mitte, sieht man einen Koch aus dem Studierendenwerk, der hat einen Videoclip gedreht zum Thema, ich glaube, das war jetzt ein Möhrenpesto, wie er das weiterverarbeitet hat und wie er dann dieses tolle Gericht kreiert hat. Und für uns am Anfang problematisch war, die Verbraucherzentrale Saarland hat keine Erfahrung mit Instagram. Deshalb lief alles über den Instagram-Account des Studierendenwerks. Genau, zusätzlich zu den Videoclips, also wir wollten die Studierenden ja dazu bekommen, dass sie selber Videos posten. Als Anreiz hat auch das Studierendenwerk mehrere Gutscheine zur Verfügung gestellt, die verlost wurden. Und zusätzlich wurde das Ganze flankiert durch Stories und andere Beiträge, Umfragen, die wir von der Verbraucherzentrale erstellt haben und dann über den Account des Studierendenwerks gepostet wurden. Diese Informationen, Umfragen wurden alle in englischer Sprache gestaltet, weil das Studierendenwerk darum gebeten hat, weil es einen hohen Anteil internationaler Studierende hat und insbesondere auch diese Zielgruppe mit berücksichtigt werden sollte. Genau. Dann gab es ergänzend dazu gab es noch einen Infostand in der Unimensa, bei dem wir auf diese Aktion aufmerksam gemacht haben. Allerdings muss man ja berücksichtigen, es war die vorlesungsfreie Zeit. Also haben wir in der Mensa tatsächlich nicht so viele Menschen erreichen können, weil einfach noch nicht so viele aus den Ferien zurück waren. Insgesamt war es für uns eine sehr erfolgreiche Aktion. Also die Reichweiten, die das Studierendenwerk uns im Nachgang genannt hat, von den einzelnen Posts und Videos, waren für uns erstmal, nicht so wahnsinnig viel. Also da waren Zahlen zwischen 800 und, sagen wir mal, 3000 Klicks. Also die Videos sind gut gelaufen, vor allem mit den Köchen, weil die auch bekannt waren bei den Studierenden. Also das waren quasi so Mini-Influencer, sage ich jetzt mal, was wir für zukünftige Aktionen tatsächlich auch ganz gerne nutzen würden, weil diese Videos werden geguckt und da könnte man natürlich auch Messages senden. Also die Informationen, die ich senden möchte, könnte ich dann beispielsweise von einem Koch auch senden lassen. Und die Zahlen waren erstmal nicht so riesig, aber im Nachgang habe ich jetzt erfahren, dass 4 Wochen später zumindest das eine Video eine Klickzahl von 17.000 erreicht hat. Was mich tatsächlich überrascht hat, dass es im Nachgang nochmal so viel mehr Menschen erreicht hat. Was aber natürlich sehr, sehr erfreulich ist. Die zweite Kooperation, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, ist eine Kooperation mit dem Kaufmännischen Berufsbildungszentrum hier in Saarbrücken, das KBBZ Hallberg. Das KBBZ Hallberg ist Verbraucherschule. Das heißt, sie beschäftigen sich sowieso mit praxisorientierten Maßnahmen im Bereich Verbraucherbildung. Und in diesem Zusammenhang gab es auch im Juli diesen Jahres einen pädagogischen Tag, bei dem meine Kollegin Theresia Weimar-Ehl und ich einen Workshop zum Thema Ernährung gehalten haben, also für das gesamte Kollegium. Alle Lehrerinnen und Lehrer haben teilgenommen. Wir haben unter anderem das Thema Lebensmittelverschwendung vorgestellt und auf das Citizen Science Projekt aufmerksam gemacht. Im ersten Moment eigentlich um
die Lehrerinnen und Lehrer dazu zu motivieren, daran teilzunehmen. Und was daraus entstanden ist, war aber sehr schön, weil es waren zwei Lehrerinnen, die waren sehr interessiert an dem Projekt und haben gesagt, sie können sich vorstellen, das mit ihren Schulklassen zu machen. Und so hatten wir dann über diesen pädagogischen Tag zwei Lehrerinnen gefunden, die gemeinsam mit ihrer Klasse dieses Citizen Science machen wollten. Und dadurch wollten wir einen Workshop von uns, den Workshop, den wir durchgeführt haben, evaluieren lassen. Da das Citizen Science Projekt aber eigentlich nicht auf Schulklassen abgestimmt war, ist diese Evaluierung nicht eingeflossen in das eigentliche Citizen Science Projekt. Ist davon ein bisschen losgelöst gewesen. Die Workshops sahen so aus, dass wir zwei Klassen hatten. Das eine war eine Klasse, das waren medizinische Fachangestellte. Bei dieser Klasse war der Workshop integriert in den Unterrichtsblock Ernährung. Es gab keine gesonderte Vorbereitung, Nachbereitung durch die Lehrerin. Bei der zweiten Klasse war es anders. Und zwar wurde der Workshop durchgeführt im Unterrichtsfach Deutsch. Und die Lehrerin hat das eingeordnet in ein größeres Gesamtprojekt. Das heißt, sie hat mit den Schülerinnen eine Vorbereitung und Nachbereitung durchgeführt. Und ganz wichtig, dieses Gesamtprojekt wurde benotet. Das war für uns ganz spannend, weil wir gedacht haben, okay, dann haben die Schüler und Schülerinnen tatsächlich einen großen Anreiz, auch die Fragebögen und das Küchentagebuch auszufüllen, weil es ist prozentual in die Note mit eingeflossen. Genau. Der zeitliche Umfang pro Workshop waren 180 Minuten, also 4 Schulstunden. Und hinzu kam die Vorbereitung. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler wurden, weil es ja auch Teil der Evaluation war, gebeten, den Fragebogen auszufüllen und das Küchentagebuch 7 Tage zu führen. Ziel bei den Workshops war es, einerseits den Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein zu schaffen für die eigenen Lebensmittelabfälle und andererseits Handlungswissen und Kompetenzen zu vermitteln. Und der Ablauf war so, dass zuerst im Rahmen des Workshops haben wir über die Erfahrungen mit dem Küchentagebuch gesprochen. Wir haben uns angeschaut, was waren denn die Top-Lebensmittel, die weggeworfen wurden und was waren die Top-Gründe, warum Lebensmittel entsorgt wurden. Im Anschluss daran gab es eine Gruppenarbeit und die Schülerinnen und Schüler haben verschiedene Fragen bekommen, die immer darauf abzielten, einerseits theoretisches Wissen sich anzueignen und andererseits aber immer ganz konkret darauf, dass sie selber sich Maßnahmen entwickeln, wie die eigenen Lebensmittelabfälle, also die eigenen Themen, die sie hatten, wie sie die nochmal mit einbringen und sich dafür Lösungen überlegen. Also beispielsweise, wenn immer Obst und Gemüse in der Tonne landet, wie kann ich das vermeiden? Oder wie ist es beim Brot? Was sind für mich die passenden Maßnahmen? Genau, und dafür haben wir keine neuen Materialien entwickelt, sondern wir haben Materialien genutzt, die im Rahmen der Gemeinschaftsaktion der VZ entwickelt wurden, haben dann, wie man hier auf dem oberen Bild sieht, die Informationen zusammengefasst, QR-Codes zur Verfügung gestellt und die verschiedenen Materialien. Und die Schülerinnen und Schüler konnten es sich anhand dessen erarbeiten. Abschließend haben die Schülerinnen und Schüler auf so kleinen Whiteboards ihre Ergebnisse zusammengefasst und dann vor der gesamten Klasse präsentiert. Und dann wurde nochmal darüber gesprochen und diskutiert und weiter ergänzt dann noch von unserer Seite. Im Nachgang wurde dann nochmal der Fragebogen und das Küchentagebuch sollte nochmal ausgefüllt werden, was aber ja nicht mehr Teil des eigentlichen Workshops war, sondern nur noch für die Evaluierung von Bedeutung war. Was leider etwas ernüchternd war für uns, es haben sich leider relativ wenige Schülerinnen und Schüler an den Fragebögen und am Küchentagebuch beteiligt. Aus beiden Gruppen wenige Schülerinnen und Schüler, was für uns tatsächlich überraschend war, weil wir dachten, die Benotung sei ein großer Anreiz, mitzumachen und das Tagebuch auszufüllen. Also ich glaube, da sind auch noch nicht alle Ergebnisse da, aber es hat sich gezeigt, dass es tatsächlich nur wenige sind, die vorher und nachher beides ausgefüllt haben, leider.
Sandra, uns läuft ein bisschen die Zeit genau. weg. Ich bin schon bei der letzten Folie. Super, perfekt. Genau, ich bin bei der letzten Folie. Und zwar zusammenfassend nur nochmal, dass aus unserer Sicht sowohl die Vernetzung regional, also jetzt im runden Tisch und hier direkt mit den Organisationen und Institutionen vor Ort wichtig ist, aber auch bundesweit, wie das Dialogforum oder im Rahmen der Aktionswoche. Und genau. Was ich noch sagen möchte eigentlich, ist diese Instagram-Geschichte, wo wir gesagt haben, okay, wir haben eigentlich keinen eigenen Instagram-Account. Das ist schade, das ist blöd. Im Nachhinein hat sich das aber eigentlich als ganz gut herausgestellt, weil dadurch, dass wir den Instagram-Account des Studierendenwerks genutzt haben, hatten wir eine ganz homogene Zielgruppe, die wir ganz gezielt mit Informationen füttern konnten. Wenn wir einen Instagram-Account von der VZ hätten, hätte der vielleicht von der Zielgruppe, also hätten wir Personen von 18 bis 80, sage ich mal. Und das Studierendenwerk hat aber eine ganz homogene Zielgruppe, was für uns ein Riesenvorteil war. Genau, und für uns ist einfach nur klar, wir wollen diese Kooperation weiter aufbauen, weiter ausbauen und auch weitere Kooperationen aufbauen. Genau. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. War das ein Schlusszitat? Genau, das ist ein Schlusszitat zum Thema Kooperation und Zusammenarbeit. Zusammenkommen ist ein Anfang, zusammenbleiben ein Fortschritt und zusammenarbeiten ist ein Erfolg. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.